Wir wollen das Dreieck mit der Seitenlänge C gleich 6 cm und den Winkeln Alpha gleich 110 und Gamma gleich 45 Grad konstruieren. Bevor wir mit der Konstruktion beginnen, machen wir eine Skizze. Die Skizze beschriften wir mit den Eckpunkten und mit allen gegebenen Seitenlängen und Winkeln. Nun können wir anhand der Skizze einen Konstruktionsplan entwickeln. Bei der Konstruktion beginnen wir mit der Seite C. Anschließend konstruieren wir im Eckpunkt A den Winkel Alpha. Diese Seitenlänge ist nicht bekannt. Wir wissen nicht, wie lang die Seitenlänge B ist, wir wissen daher nicht, wo der Eckpunkt C liegt. Wir können uns aber aus dem Winkel Alpha und Gamma den Winkel Beta berechnen. Wenn wir dann den Winkel Beta wissen, können wir eine Gerade zeichnen, auf der die Seite A liegt und im Schnittpunkt dieser beiden Geraden ergibt sich dann der Eckpunkt C und damit auch die Strecken B und A. Beginnen wir also mit der Konstruktion der Seite C. Wir zeichnen C gleich 6 cm. Am Ende der Strecke C liegen die Punkte A und B. Nun konstruieren wir Alpha mit 110 Grad. 110 Grad. Wir beschriften Alpha. Nachdem wir, wie gesagt, nicht wissen, wie lang die Seite B ist, können wir nun nicht festlegen, wo der Eckpunkt C liegt. Wir müssen also einen zweiten Hilfsstrahl oder eine Gerade zeichnen, sodass sich im Schnittpunkt C ergibt. Dazu brauchen wir aber den Winkel Beta. Wir berechnen Beta ist gleich 180 Grad minus Alpha minus Gamma. Beta ist also 180 Grad minus 110 Grad minus 45 Grad. Beta ist daher 25 Grad. Nun können wir Beta zeichnen im Eckpunkt B. Wir zeichnen Beta gleich 25 Grad. Und wir sehen, im Schnittpunkt der beiden Geraden ergibt sich der Eckpunkt C. Damit ist hier die Seite B und hier die Seite A. Wir beschriften noch den zweiten gegebenen Winkel und wir beschriften noch Beta, denn auch ihn haben wir berechnet und zur Konstruktion verwendet.